Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Astika aus dem Clan Chess mit dem 9er Premium-Panzer der Franzosen, den Frontline-Panzer oder Battle-Pass-Panzer Schafo Tour 4. Ja, in einem Standardgefecht 10er, 9er, 8er auf Geisterstadt der Map und im Süden gestartet. Und wir haben hier 4 10er, 5 9er und 6 8er, darunter 3 Heavys, 4 mittlere Panzer, 6 TDs, 2 Lights, 0 mal die Arti. Ja, 4 Schuss Autoloader und Reloadzeit sehen wir für die 4 Schuss 37,3 Sekunden. 24 mal Standard APCR dabei mit 390 Damage und 264 Durchschlag. Dann 8 mal Heat als Premium Munition mit 330 Durchschlag. HE spart er sich bei dieser Reloadzeit. Okay. Ja, großes Red Kit, kleines Red Kit und kleines Mid Kit. Hat hier schon mal den Udis aufgemacht. Erster Schuss in den Udis. Und da kriegt er eine. Ja, Kommandant wird ihm rausgenommen. Muss er gleich wiederbeleben. Ja, hat einen Schuss abbekommen hier von SAPTK TVP. Das ist der 8er TD, Premium TD der. Ja. Tschechoslowakei. Ne, der Tschechen. Genau. Ja, dann befindet er sich hier im Zug mit. Gigalappen, die den Cobra benutzt, bedient, ja, 9er. Und der den ersten Kill schon gemacht. So, Mission können wir nochmal schnell sagen. Das ist Koalition 2, die Elite in Richtung Objekt 279F hat aktiviert. Es steht 1:1. Und er dümpelt hier noch durch mit seinem Magazin. Ja, muss man warten, ne? 37 Sekunden ist natürlich lang. Kann man nichts machen. Ja, wird er hier schon angemahnt? Cool, oder die Gegner schießen hier in den Busch rein, kann auch sein. So, jetzt ist er durchgeladen. Schauen wir mal. Ah, da in der Mitte ist ein schöner TD. Ups. Kritischer Treffer auf den CC. Was ist das denn für einer? Ach hier, SMV CC 67. Ja, das wird wohl einer von den neuen TDs sein. Der Italiener, ne? Die sind ja jetzt mit der, nämlich hier das erste Replay mit der Version 1.18.0, ne, Punkt 0. Und da sind ja die neuen TDs mit reingekommen. Stimmt das überhaupt? TDs der Italiener? Stimmt das? Ich glaube ja. So, Super Conqueror oben durch das Turmdach geschossen. Auch die Kommandantenblut getroffen, aber eben schön oben auf dem Turm drauf. 3:2 steht es. Und schon wieder haben wir hier die Reloadzeit. Hui, das dauert. Ja, da zeigt er an, wie lange er noch laden muss. Ah, Gigalappen muss auch die Cobra nachladen. Den Panzer hatte ich auch noch nicht, die Cobra. Ah, jetzt ist er aufgegangen. Schreibt er auch Achtung auf D3. Da ist der SHPTK TVP. So, T49 hat ihn hier in der HE-Schelle 478 gedrückt. Gab es einen Schlagabtausch. Er selber konnte 383 dem T49 drücken. 4:5 steht es. Ah, mein Schüsschen. Nein. Oh, hier T49. Jawohl, da fängt hier T49 ein Schüsschen von ihm und dann wird er rausgenommen. Das hat gepasst. Nochmal ein Schuss da oben, wo der SHTTPTK. Gottes Willen, was ist das für ein blöder Name? Ja? Der TVP. Der TD. Verdammter Mist. Ich komme immer noch. SHPTK TVP. Gottes Willen. Was für ein Name.
So, Badge 12 Tonnen. 25 Tonnen. Meine Güte. Komm ich denn da drauf? Oh, der bleibt da schön stehen, offen. Tschüss. Jawohl, erster Schuss rein. Oh, der scheint... Der scheint AFK zu sein. Jetzt macht's nichts. Er braucht nicht wiederkommen. Ist raus in die Garage. 8:6. Erster Kill. Wir sind bei 2431 Damage. Und noch 1020 Hitpoints. Und wieder ein Schüsschen da in den Busch, wo der TD stand. Und nachladen. Lockerer, flockige 35 Sekunden. Schöner Schuss in der Spur da, hinten auf dem Heck. Auf der Front. Ich bin heute wieder ein Idiot. Progetta 46. Da ist der Ude 16. Kommt er da drauf? Dort hinten hin. Oh ja, der steht gut. Einzielen. Erster Schuss. Ude 16 flüchtet. Und. Ah, schöne Breitseite in die CC. Und raus damit. CC 1 MK 2. Wir warten wieder die Reloadzeit ab. 10:7 steht es. 3800 Damage. Oh, jetzt geht's aber hier vorwärts. Im Progetto da ausgraben. Magazin ist voll. 4 Schuss. Hoch zum Progetto. Oder TD. Da ist der Progetto. Erster Schuss in die Seite. Der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Und tschüss, mach's gut. Raus damit. Dritter Kill. 4700 Damage. Und dann auch schon 2 Schüsschen geblockt. Oh, ein Schuss hat er noch hier für den TD übrig. Oh, der fährt davor. Wird ihm die Kette gezogen. Und ja, rausgenommen. Vierter Kill. 4-9 Schaden. So, hier haben wir noch den Stritzwang S1. Den kann man anschieben. Mach's gut. Tschüss. Jawohl, 193 angerempelt. Mach's gut. Gibt es hier noch Gedränge und das Gefecht ist zu Ende. Super, sehr schön. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift hat er genannt hier: Schafo Tour, First Time und das Ace. Und da haben wir das Panzer, da haben wir hier Schläger, Dolan, Kämpfer, Wirkungsfeuer, 128.528 Credits, XP kommen später, Großkaliber und Meisterschütze. Hier beim Teamscore 5.680 Damage, 5 Kills, 1.321 Basis-XP und der Gigalappen mit der Cobra hat 2.262 Damage, 1 Kill und 702 Basis-XP. Immerhin hat ein Report rein, 20 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 15 Mal geschlagen, 2.826 Damage, über 300 Meter, 480 geblockt, 69 Unterstützungsschaden, den Rest hat alleine gemacht, also die 5.620 oder 10. Ja, und dann haben wir hier 2 Kilometer also gefahren und da gab es 51.353 Credits, 40.000 für die Mission. Und da gibt es hier 3.795, da habe ich erstmal nachgeguckt, was das heißt. Und zwar durch Schaden eigener Teammitglieder. Das ist nämlich, wo der Stritzwagen 103B ihn angeschoben hat und auf ihn drauf gefahren ist. Ne? Da wurde Schaden verursacht und ja, dafür hat er auch noch Credits bekommen. Ja, 128.528 Credits gab es da draus und dann Repair, Munition und dann hier noch Kit. Bleiben 83.148 Credits über. Das passt schon. Und dann haben wir hier
8,5 Minuten die Spielzeit, dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg, dann Missionsbonus 3964, dann Bonus fürs Premium-Fahrzeug 99 XP und Platoon-Bonus 297 XP. Dann haben wir 8324 XP und 198 freie Erfahrung. Ja, schöne Runde hier mit dem Schaffotur. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.